So. Auf geht's. Mal sehen, was das wird. Flexi sich im Fahrplan an. Anscheinend kommt der nächste Bus jeden Moment. Yep, das ist der Bus nach Thread. Aber ich bin nicht sicher, ob wir dort ankommen werden. Die Fahrt kostet 2 Euro. Steigst du ein? Jupp. Versuchen wir es einfach, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es hässlich wird. Und genau an der Stelle ist mir jetzt letztes Mal das Video, ja, abgekrepelt, als ich im Tunnel war. Der gleich kommt. Nachdem wir eine Endlosstrecke fahren. Ja, wir sind guter Hoffnung. Viele, viele Geister. Ja, schön. Und nu? Bleib bitte nicht wieder haken. Er tut es. Welcome back to Earthbound, ladies and gentlemen. You may wonder why the language is set on English now. It's because the ROM we used before was cracked or broken, and now we've got an English room to renew, and so we use the English language for the rest of the game. Na, das war natürlich Spaß. Wir haben, wie gesagt, eine englische ROM jetzt am Laufen, oder beziehungsweise eine NTSC-ROM, die unseren Speicherstand annimmt, denn die wir zuletzt benutzt haben mit dem deutschen Patch, die war kaputt. Und ja, das habt ihr eben gerade gesehen. Ich habe ja das Video von davor noch rangeheftet. Und deswegen können wir jetzt so weiterspielen. Ja, und machen das halt, wie es in den meisten Spielen eh ist, von Englisch aufs Deutsche übersetzen. Dann der Buster und ich. So. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir jetzt, ich muss gerade noch mal gucken nach meinen Maschine, ja, okay. Okay, so, dann werden wir jetzt mal versuchen, mit dem Bus zu fahren. Der auch schon ankommt. Und hoffen, dass wir durch den Tunnel durchkommen. Ansonsten müsste ich nämlich versuchen, diesen Weg nach rechts weiterzugehen. Gut, das hatten wir ja alle schon einmal. Ja, das wollen wir auch bezahlen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie das aussieht, wenn es funktioniert. Falls es funktioniert. Ich hatte ja schon einmal versucht, zu Fuß durchzulaufen, aber da kam ich durch wegen den Geistern dann auch nicht durch. Oder doch, ich kam auch bis ans Ende des Tunnels, aber ja, dann kam der gleiche Fehler wie mit dem Bus quasi. Aus irgendeinem Grund kehrte der Bus nach Towson zurück. Yep. Genauso wie ich dachte, okay. Fange an, Kämpfe zu kriegen. Wir werden zurück zur Busstation fahren. Möchtest du hier schon aussteigen? Nein. Den nehmen wir noch mit. Ich habe jetzt keinen Bock, da hochzulaufen.
steigen wir hier also wieder aus. Und ja, dann versuchen wir einfach mal nach rechts zu laufen. Was anderes fiele mir jetzt nicht ein. Ich glaube, mit den Leuten hatte ich für euch ja auch schon gesprochen. Ja, das glückliche Dorf, da geht's geradeaus hin. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Jetzt werde ich erstmal diesen Pilz hier... Oh, okay, der ist schon zu schwach. Das heißt, er kann uns auch nicht diese ekligen Pilzsporn über dem Kopf verteilen, die er Basta schon mal verteilt hatte. So, zwei nehme ich mal an, müssen wir bekämpfen. Jawohl. Ja, und natürlich weicht der blöde Pilz aus. Und hat auch wesentlich mehr Energie. Was soll das? Ich möchte, dass er nur einen Treffer abkriegt und tot ist. So, nun aber. Gut, er hat aufgehört, sich zu bewegen. Gut. Was haben wir hier? Das Peaceful Rest Valley liegt ja vor uns. Wir müssen es nur durch die Höhle schaffen. Na gut, dann wollen wir mal hoffen, dass wir das auch durch die Höhle schaffen. Natürlich war sie das nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das nur so ein kleiner Abschnitt gewesen wäre. Ja, und wir treffen auf einen kleinen Sprössling. Oh. Und der zieht auch gar nicht mal wenig ab. Selbstverständlich nicht. Und unsere Energie sinkt. Ich hoffe, den kriege ich jetzt noch weg, bevor ich... Ja, er hat auch gehört, sich zu bewegen. 133 Punkte, nun ja. Auch nur ein Gegner, nun gut. Und, oh. Hamdi-dam-di-dam. Ich suche nach Pilzen. Ich sammle eine Menge davon. Weiß ich jetzt gar nicht, was Ton heißt. Was haben wir hier? Ja. Nein, ich möchte nicht mit dem Stein reden, ich möchte ihn checken. Okay. Ich bin kein Feind. Ich bin nur ein ganz normaler Maulwurf. Ja, natürlich. Deswegen redet er ja auch uns. Möchtest du wissen, wie man Kämpfe überlebt? Na, warum nicht? Dir ist vielleicht klar geworden, wenn du dich schwer in einem Kampf verletzt, dann überlebst du vielleicht eine normale Attacke und hast nur noch ein HP. Wenn das geschehen ist, war es wegen deines Mutes oder wegen... Ja, genau. Dein Überleben hängt von deinem Mut-Level ab. Falls das hier im Spiel Mut heißt oder hieß auf Deutsch, weiß ich jetzt nicht. Also, mehr Mut hilft dir, mehr Treffer abkriegen zu können. Außerdem, Mut... Solltest du festgestellt haben, dass es einige Zeit braucht... dass Schaden von dir genommen wird. Das ist, weil wegen der rollenden Aktion von deinem HP-Meter, ich habe gerade keine Ahnung, was er damit meint, weil wenn man getroffen wird, dann geht diese Drehzahl hoch oder beziehungsweise runter. Ups, ich meinte deine Lebensanzeige. Ja, das, was hätten wir uns jetzt auch denken können, was das ist. Wenn ein Gegner dir Schaden zufügt, aber du tötest alle oder du besiegst alle Gegner, bevor dein Leben ausgehaucht ist, dann überlebst du. Das musst du alles, was du wissen. Ja, was ist das denn für eine Scheiße? Entschuldigung?
Ja, das ist die super zerbrochene Brücke zum glücklichen, glücklichen Dorf. Was ist das? Ein UFO? Oh, es ist wirklich ein UFO. Ein kleines UFO. Au. Ja, natürlich weicht es mir aus. Also irgendwie weichen die immer aus. Das nervt mich langsam. Versuchen wir es nochmal. Au. 62, ja super. Jetzt kann ich mich aber erstmal aufladen. Eieiei. Aber wir haben uns beide gegenseitig verfehlt. Au! Super. Das hat mal ein paar Hitpoints gekostet. 223 Experience Points hat es gegeben. Naja. Aus irgendeinem bekloppten Grund steht ein eine bleistiftförmige Eisenstatue und blockiert den Weg. Danke. Was kann ich jetzt machen? Meinen Soundstein ausprobieren? Das hat gar nichts bewegt. Können wir noch was ausprobieren? Superma, Broken Machine. Ja, super. Ich habe jetzt diese beiden Maschinen von den beiden Fuzis gekriegt, weiß aber nicht, was ich damit machen soll. Also ich denke mal nicht, dass ich die hier benutzen kann, oder? Ich schätze, ich kann sie eher bei den Geistern benutzen. Also gehe ich noch mal zurück. Vielleicht sollte ich die beiden Erfinder sogar noch mal ansprechen. Eieiei. Kommen die denn her? Oh, eieiei. Ja, beide nicht gerade. Na gut, okay, der hat mich verfehlt. Also ich finde es im Moment noch wirklich echt schwer, diesen Gegnern beizukommen, weil man so oft verfehlt. Also das ist wirklich nervig. So, okay. Einfach mal das hier zu checken. Nee, keine Probleme. So. Und da ich hier schnell raus möchte wieder, machen wir gleich zweimal. Also oft verkönnen die Zauber hier. Ich hoffe, die brauchen die gleiche Magiezahl wie wir. Ach, natürlich. Alter, du Stück. Prima.
sind wir hier wieder raus. Ja, das hat uns natürlich kein Stück weitergebracht. Ihr habt jetzt einen kleinen Abschnitt von irgendeinem Level, was wahrscheinlich später kommt, gesehen. Dankeschön. Habe ich jetzt eigentlich, das wollte ich nochmal nachgucken, genau. Okay, das regeneriert beide Sachen, das finde ich natürlich cool. Und da werden wir jetzt natürlich nochmal das hier benutzen. Oh, komm. Gut, schnell in die Stadt kommen. Ist jetzt das Ziel. Also es geschieht natürlich wirklich immer alles, was wir nicht wollen. Der kommt dazu. Oh, das kann doch nicht sein. Die wollen es jetzt aber wirklich wissen, die Kollegen hier. Ich könnte hoffen, dass Hustenmedizin meine Magie auffüllt. Okay, klasse. Ja, gut, mehr konnte er mir auch gar nicht abziehen. Sowas könnte ich auch gebrauchen übrigens. Schöner Zauber. Oh! Ich weiß nicht, was er jetzt wieder gemacht hat, eben dieses blöde Vieh. Eieiei, schöne Sache. Nicht. Ich habe auch nur noch einen Hamburger. Oh, oh, oh. Jawohl. Gut. Damit sind wir tot. Das haben die Gegner ja gut hingekriegt. Dann werden wir jetzt mit unseren beiden Maschinen nochmal zu den lustigen Findern gehen. Leider ohne die ganzen Punkte, die sind jetzt alle verloren. Genauso wie unsere Gegenstände, glaube ich. Ja. Yep. Dankeschön. Und wieder Gegner. Ich fasse es nicht. Naja, das Positivste, was wir sagen können, ist, naja, unsere lustige, unser lustiger Pilz ist wieder weg. Dankeschön. Und ich wette, wir können sogar noch den zweiten Hamburger verbrauchen. Sieht im Moment nach einer mega Glückssträhne aus, die wir hier haben. Ja gut, okay, die können es wahrscheinlich nicht so viel anhaben.
Für das nächste Level braucht man noch 800. Ein paar Gegner sind das, naja. Ey, sag mal, ihr wollt mich doch wohl alle veräppeln, oder? Polarstar. Gut, ich versuche jetzt mal irgendwie zurückzukommen in irgendein Krankenhaus oder sonst was. Ey. Und dann kann ich ein Wasser zurückgeben, ohne was erreicht zu haben. Das ist ja auch mal wieder toll. Alter, nee. Das ist ein normaler Hund. Wundert mich, dass jetzt nicht noch 30.000 Gegner kommen. Oh. Super. Dann können wir ja mal shoppen gehen. Aber unser Geld hatten wir behalten, ne? Oder war das auch weg? Steht hier gar nicht. Hundert hat uns das abgezogen. Schön. Holen wir uns einfach mal 200 ab. Kauf mal ein wenig ein. Ich weiß zwar gar nicht mehr, was. Hier gibt es auf jeden Fall Burger, das ist schon mal sehr gut. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Achso, okay. Gut. Ja, super, Basta, damit ist mein Video zu Ende. Ich habe nichts erreicht, außer zu sterben und Geld zu verballern. Ja, ich habe keine Ahnung, was du mit den Maschinen machen kannst. Ich weiß auch nicht, ob du... wo du jetzt damit hingehen solltest und wo man an welcher Stelle man mit was weiterkommt. Was ich dir nochmal empfehlen kann, das wäre, dass du vielleicht dir den Teddybären, da war noch ein Teddybär zum Mitnehmen, der deine Treffer abfängt, der war noch in diesem Haus von dieser Paula oder wie sie heißt drin, dass du dir den quasi holst. Okay, alles klar, Leute, dann hoffe ich, wir sehen uns demnächst wieder, wenn es heißt Buster Flex und die Shepherd Edition spielen Earthbound. Bye, bye.